Herzlich willkommen zu Mongolia to go, dem Videopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Der Winter ist da in der Mongolei und damit auch der Smog. Deshalb beschäftigen wir uns in unserer vierten Folge um die Umweltproblematik in der Mongolei. Dafür gibt es für Sie wieder drei Dinge zum Mitnehmen. Als erstes die Luftverschmutzung. Wie Sie hinter mir sehen, ist die Stadt Ulaanbaatar sehr stark von der Luftverschmutzung betroffen. Das liegt an zwei Ursachen. Zum einen durch vier Kohlekraftwerke, die in unmittelbarer Stadtnähe stehen und dadurch ihre Abgase direkt auch in Stadtnähe ausstoßen. Die größte Ursache ist aber das Jurtenviertel. Gut die Hälfte der Bevölkerung lebt in Ulaanbaatar noch in Jurten und diese Jurten sind auch eben nicht an die zentralen Heizsysteme angeschlossen. Weshalb die Menschen mit kleinen Öfen heizen und dort im Idealfall Holz und Kohle verbrennen, aber eben manchmal auch Müll und eben Plastikabfälle. Zweitens die Folgen des Klimawandels. Die Mongolei ist eines der Länder, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Hier ist in den letzten 15 Jahren die Durchschnittstemperatur bereits um 3 Grad gestiegen. Das führt letztendlich zur Wüstenbildung. Davon sind 70% der Fläche in der Mongolei schon betroffen. Hier gibt es inzwischen nur noch 10% Wald. Das wiederum führt zu Klimaextremen wie Austrocknung, Wassermangel, aber auch dann sehr starken Niederschlägen oder Sandstürmen. Drittens Wasserverschmutzung. Neben der Wasserknappheit ist eben auch die Wasserverschmutzung ein großes Problem. Das liegt daran, dass Bergbaukonzerne sehr oft ihre Bergbaurückstände ungefiltert in die Flüsse leiten. Aber auch hier in Ulaanbaatar herrscht ein großes Problem. Das liegt wiederum am Jurtenviertel, das auch nicht an die zentralen Abwassersysteme angeschlossen ist, sondern dort geht auch quasi die Rückstände gehen ungefiltert in die Erde. Darüber hinaus ist die Kläranlage in Ulaanbaatar zu klein, weshalb sie öfter mal an ihre Belastungsgrenzen stößt. Das führt dann dazu, dass das Abwasser ungefiltert in den Fluss geleitet wird. Wir als Konrad-Adenauer-Stiftung beschäftigen uns auch mit diesen Themen. So haben wir erst vor kurzem mit dem Umweltministerium eine große Konferenz zum Thema Wassermanagement durchgeführt. Das war Mongolia to go und Ihre drei Dinge zu mitnehmen. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit und auch über Ihr Feedback.